wir sind im Clara Zetkin Park. Und heute ist es viktorianisches Picknick. Ja, zwischendurch gibt es die Leipziger Bevölkerung an und 2013. Einfach in der Mitte. Ich denke, die haben viele den Kindern gegenüber. Wollen die mal was bieten oder so? Ich habe also viele mit Kindern gesehen, Picknick. Diese Mischung ist furchtbar. Ja, man sieht sozusagen ganz normale Stino-Menschen und andererseits sozusagen Leute wie aus einer vergangenen Zeit. Es wäre schöner, wenn es nur Leute wären aus der vergangenen Zeit, aber das kannst du halt ja nicht kontrollieren. Es nützt kein Dresscode etwas, wenn niemand da ist, der den kontrolliert. Also nach kannst du das auch wegdrücken. Das Wetter ist super. Also, es ist natürlich sehr durcheinander und gruselig. Ne? Also, wenn ihr wirklich jemanden treffen willst, ist es sehr schwierig. Man weiß gar nicht, wie man im viktorianischen Zeitalter ohne Handy das sich überhaupt verabreden konnte. Aber da gab es sicherlich nur ein Zehntel der Menschen. Es gibt einmal diesen Glaspavillon, wo es was zu essen gibt. Dann gibt es die Parkbühne. Ja, und da vorne ist sozusagen die andere Meile, wo es so einige Stände gibt. Aber hier musst du dir einen eindeutigen Treffpunkt ausmachen. Sonst aussichtslos. Aber wir wollten eigentlich noch Bruderschaft im Kohlrabi treffen. Ich meine, man darf auch nicht denken, dass nun alle Stinos, die hier sind, sozusagen nur glotzen wollen, sondern die hatten einfach vielleicht selbst die Idee, an dem schönen Wetter, schönen Freitag hier mal in den Park zu gehen.